Okay, da müssen wir hin. Was sind denn diese Punkte da? Was sagen die denn schon wieder? Uah. Hört ihr das Atmen? Und das Atmen? Irgendwo ist eine Truhe. Da sind gelbe Punkte. Da ist ein Pfeil. Da ist noch ein Pfeil. Da ist die Truhe. Wow. Ich habe nur noch zwei Schuss. Ich weiß, wir sollen ja nicht um die Ecke gucken. Ey, das ist ein Labyrinth. Da war eine Manuskriptseite, die muss ich holen, Leute. Okay, das geht nicht. Gut, das war ein Fehler. Aua, das hat ganz schön gebritzelt. Ah. Was hat? Nicht kaputt gehen. Nicht kaputt gehen. Kontrollpunkt erreicht. Aua! Au! Sag mal.
Lieber nochmal den Kontrollpunkt. Lieber nochmal den Kontrollpunkt nutzen. Auch wenn es doppeltes Laufen ist. Ein Manuskript. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Mhm. Also wir gehen nachher nochmal durch irgendeine Röhre. Oh-oh. Geht. Sehr schön. Ist nicht viel. Da hinten steht wieder eine Thermoskanne. Und irgendwie kommt mir der Gedanke, hier geht's gleich wieder rund. Ich höre das doch schon. Nee. Zwei. Der rote Stuhl. Mit einem Manuskript drauf. Okay. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. So sieht's aus.
Nicht wegschieben. Wow. Hey. Okay, okay. Egal wie. Wir müssen da hin und die Brücke sehr wahrscheinlich rumdrehen. Aber zuvor kriegen wir noch Ärger, weil da ist ein Rabe. Hier gibt es noch mächtig Ärger. Mächtig Ärger. Sogar zwei Raben. Nix wie hin. Da denkst du, bist sicher, weil du die Straße überquert hast? Kommt da einer heraus? Okay, hier finden wir nichts. Gut. Also gehen wir wieder ins Haus. Oder gehen wir diesmal ins Haus? Hallo? Leuchtpistole? Revolvermunition? Oh. Batterien. Leuchtpistolen Muni. Und nu, auf geht's. Immerhin, sie bewegt sich. Was? Oh. Nein. Doch, geht. Oh nee. Die dreht sich im Kreis. Und jetzt müssen wir rausfinden, wann wir drauf hupsen und wann wir runter hupsen. Quietscht sie nochmal? Ja. Okay. Das hört sich jetzt schon wieder so schlimm an. Drei, zwei, eins. Los geht's! Spring! Nein! Ah.
Ich hab den Absprung verpasst. Scheiße. Lauf! 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 Hopp! Und da rein. Hui. Levi. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Oh Lydia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Schauen wir doch einfach mal im Spiel im Fernsehen. Wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Ist das Schwachsinn? Oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. Tschack, wenn Sie kaputt. So, was haben wir noch zu sammeln? Eigentlich nichts, außer dass hier alles im Eimer ist. Und direkt wird es hier wieder dunkel. Die Brücke überqueren, okay. Hab ich eigentlich. Ah, der Hubschrauber. Wir konnten den Schwarm abschütteln. Wir sind fast im Kraftwerk. Laufen Sie weiter. Wir geben Unterstützung. Thank you.
Au! Au! Ja, sag mal! Hallo, Unterstützung. Kommt ihr mal weiter? Naja, gut. Das war zu schnell. Nein. Aua. Oh. Au. Das war mir so klar. So. Au, sag mal, von wo? Sag mal. Meine Herren. Wir bleiben hier jetzt erstmal stehen, bis die Taschenlampe wieder nachgeladen hat. Weil sonst ist das riesige Verschwendung. Okay. Gut, dann bin ich schneller. Vorne rum oder da lang? Wenn ich das wüsste. Mich interessiert das vorne rum doch mal. Hallo. So still. Ist mir überhaupt nicht so gewohnt in dem Spiel hier. Eine Truhe. Ja. Vielen, vielen Dank. Ey. Geht das schon wieder los? Na klar. Hörst du auf?
Safe Haven. Okay. Wieso ist der safe? Das muss ich nicht kapieren, oder? Das ist gruselig. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Hä? Trust no one in the dark. Genau, der alte Spruch, den wir schon die ganze Zeit haben. Vorräte. Wo sollen hier Vorräte sein? Da sind Lampen drin. Aggregate mit Lampen. Lampen. Konnte ich nichts machen? Okay. So. Keinen Schritt weiter. Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie.